So, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, bei Tastenhauers Livestream, beim Tastenstream mit Warsaw. Wir sind hier mitten in einem Kampf reingeraten, den wir auch bestreiten müssen. Und ich glaube, die einzige vernünftige Wahl ist, Jadwiga hier hinter das Hindernis zu ziehen, hinter die Sandsäcke, damit wir hier sie in Sicherheit bringen und dann auch hier auf ihn die Leute hier Flankierungsschaden kriegen. So, 10 Schaden. 7 wird geheilt und er hat jetzt hier Unterdrückung. Er kann also nicht agieren für eine Runde. Schwierig, wenn ich Jadwiga jetzt noch einen Punkt wegnehme. Allerdings muss ich gucken. Warte mal, oder kann ich mit ihm... Könnte ich auch beide Einheiten versuchen zu versenken. Ich glaube, das machen wir mal. Ich weiß, der eine hat 15% Resistance gehabt. Ah, dieser scheiß Granatenwerfer, ne? Gut, da hat sie resistiert auch, das ist gut. Aber sie hat nur noch... Ah, sie wird bestimmt ein oder zwei Tage jetzt ausfallen. Ich kann dagegen nichts machen. Das ist echt Mist. Schade. So, er kann immer noch nichts machen. Das heißt, wir kriegen jetzt gar keinen Flankierungsschaden mehr rein. Dann heilen wir sie jetzt direkt. Erste Hilfe ohne Risiko machen wir das hier. Kritischer Treffer, sehr schön. Auch er kriegt Schaden. Okay. Wird nach hinten gedrängt. Und nicht geheilt. Scheiße. Ist auch nicht gut. Wir haben noch eine Aktivierung. Christoph darf nicht mehr machen, nichts mehr machen. Versuchen wir ihn jetzt einfach zu beschießen. Zack, fertig. So, 7, das geht weg. Er hat Verbrennungsschaden. Also dieser komische Grenadier, der geht ganz schnell down. Das ist nicht das Problem. Der Schießbecher-Soldat ist das Problem, wegen seinen extremen Schadenswerten, die er auch macht. Tja, da kriegen wir wieder nur ganz viel Schaden rein mit dem Niedermähen. Das macht auch keinen Sinn. Ich glaube... Ah, ich kann kein Ziel erfassen, weil er dafür zu weit vorne steht. Verdammt. Das ist jetzt gefailed. Und ihn kriege ich wieder nicht. Hm, wir könnten ihn jetzt eine Aktivierung klauen, wenn wir ihn hier töten. Das könnte funktionieren. Ich glaube, das machen wir auch. Ja, okay. Den haben wir schon mal getötet. Das nimmt ihn zumindest eine Aktivierung jetzt raus. Er wird wieder getroffen. Das heißt, er fällt jetzt auch schon mindestens 2 Tage aus. Sehr gut. Das ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Verdammte Achsenwald. So, wir müssen den Typen jetzt wegkriegen hier. Ab nach hinten. Oh Gott. Dieser Schaden immer. Aber immerhin sofort wieder hochgeheilt. So, und wir geben auch hier jetzt... Einzelschuss geht nur nach hinten, was? Ach, das andere Ding, jetzt stehen die wieder alle falsch. Ja, ärgerlich. Ich kriege ihn jetzt nicht. Ich kann höchstens... Nee. Oh, sie steht auch falsch. Alle stehen falsch, verdammt. Ich habe total gefailed. 2 bis 4 Schaden, das können wir uns ja gleich sparen. Nee, wir müssen umpositionieren, das bringt nichts. Er muss nach hinten... Und sie muss nach vorne, glaube ich, ne? Ja. Lass uns das mal so machen. Wir haben noch eine Aktivierung frei. Das heißt, wir können jetzt mit ihm endlich hier angreifen. Mit nur 65%. Aber wir müssen es tun. Wir müssen ihn platt kriegen, egal wie. Auch hier wieder. Ziel erfasst. Nochmal. Fehlschlag. Verdammt. Scheiße. Mist. Aber können wir nicht ändern. Wir müssen es ja probieren. Alles andere bringt nichts. So, er wird jetzt nicht geheilt, weil Jadwiga nicht neben ihm ist. Ist auch unfortunate. Ja, aber das bringt ja nichts. 3 bis 5. Der ist so geschützt hier. Das ist, der steht perfekt wirklich hier. Das ist unglaublich. Was der Typ jetzt alles hier abwenden kann.
können auch versuchen, den Schildbrecher zu machen. Aber bei 61% Präzision werden wir immer wieder fehlschlagen. Wir werden das nicht treffen. Nur, was soll ich machen? Also Schuss ins Blaue mit 2 bis 4 Schaden kann ich mir auch gleich sparen. Also so viel Aktivierung will ich da jetzt auch nicht reinballern. Ich glaube, wir bereiten uns jetzt mal auf den Schießbecherangriff vor. Ziehen sie hier rein, dass sie wenigstens alles passiv heilen kann, was er macht. Okay, das war jetzt... Ja, jetzt hat er nur noch 60, 74, sehr schön. Ich probiere einfach jetzt mal den Schildbrecher hier. Alles andere hat ja eh keinen Zweck. Ja. Wir treffen die Deckung, aber schlagen natürlich wieder fehl. Beim Schießbecher-Soldaten. Denn warum nicht? Ja, so langsam kriegen wir ihn, aber er hat schon viel zu viele Dinge machen dürfen hier. Noch ein Schildbrecher? Ja, ich würde schon fast sagen, ja, diese drei schweren Sachen. Obwohl, das war ja nur 51%. Oha, das ist jetzt ja richtig schlecht. Ich glaube, wir wenden mal eine Finte an auf ihn. So, jetzt ist er nämlich unterdrückt. Und er ist in der anderen Reihe. Na, er repariert natürlich, klar. Er ist jetzt nicht mehr hinter der Deckung. Ja, das heißt, wir kriegen ihn auf jeden Fall, wenn wir treffen, nur weg. Und wir treffen. Boah. Macht er ganz locker hier mit seiner Geste. Aber so locker war der Kampf gar nicht. Wir haben hier ziemlich viel federn lassen müssen. Also, hoffentlich schaffen wir diese Mission noch. Das könnte noch ganz übel werden. So, wen lassen wir noch dran? Jadwiga, denke ich auch. So, 14 nochmal. Und dann geht's in Runde 5. Mal wieder ein Schuss ins Blaue. Nee, das geht nicht. Einzelschuss, aber diesmal von... Ja, ist egal von wem. Können wir auch ihn machen lassen. Toll, ein Punkt hat er übrig. Und er macht natürlich noch einen kritischen Treffer mit einem Lebenspunkt. Ach Leute, jetzt fallen mir die doch alle aus. Das ist doch Mist. Also das war jetzt wirklich nicht der beste Kampf, weil wir auch ziemlich Pech gehabt haben. Und der Gegner richtig gut verschanzt war. Verdammte Axt nochmal. Na gut, looten wir jetzt erstmal ein bisschen. Signalpistole. Schwere Munition, leichte Munition, mittlere Munition. Eine Tarnung, jawohl. 3 von 5. Und jetzt ist die große Frage, wo hin? Wir haben nur noch 77 AP. Wir wissen, hier oben war noch irgendwo was. Ich ziehe jetzt erstmal hier lang auf dem Platsch Narutovica. Ich sehe hier immer noch nichts. Doch, hier links ist jetzt was. Hoffentlich ist das kein Gegner. Doch. Tja, einmal haben wir noch Beute, aber einen Kampf müssen wir so oder so noch machen, liebe Leute. Beten wir, dass der Kampf leichter wird als der letzte. Anhaltendes Gefecht. Plötzlich findest du dich inmitten eines Feuergefechts zwischen den deutschen Streitkräften und denen des Aufstands wieder. Nach einer kurzen Verwirrung beider Parteien schließt du dich dem Kampf an. Klingt spannend. Mal gucken. Und wir kriegen den einen der schwersten Gegner im ganzen Spiel hier, einen Dirlewanger Soldat. Mit 2 Aktivierungen. Der da ist total harmlos, der Hundeführer. Der Hund selbst ist auch nicht das große Problem. Scheibenkleister, oh, das wird richtig böse werden.
Der hat auch noch ohne Ende Robustheit natürlich und kann gut ausweichen. Hat er Blutenresistenz von 40%. Wenn, dann müssten wir Versengen machen mit ihm. Der Hund hat... Nee, nicht der Hundeführer. Den Hund will ich sehen. Warum sehe ich das nicht? Okay, warum steht da Hundeführer? Egal, jetzt hat er es angewendet. Ich wollte es gar nicht, aber gut. Jetzt hat er alle vier zum Brennen gebracht. Zur Strecke bringen. Ja, gut, das heilt er natürlich hoch. Das ist nicht das Problem. So, Christoph, auf dich bin ich jetzt besonders angewiesen. Aber mit 58% kannst du das echt knicken, ne? 68 ist jetzt auch nicht so viel besser. Aber wir müssen den wegkriegen. Also, egal was wir machen. Ihr seht ja, keine der Angriffe hat eine besonders gute Präzision hier für den. Immerhin, wir könnten ihn auch in eine andere Reihe versetzen hier, ne? Wenn wir hier die Finte anwenden, die ist gar nicht mal schlecht. So, Anästhesie-Schwester, ich wünsche dir noch viel Erfolg und einen schönen Abend. Dankeschön. Ich hoffe, wir kommen hier lebendig raus aus der Mission. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und Behemoth lässt einen Host da. Vielen Dank fürs Hosten, Behemoth. Sehr schön. Ja. Wie machen wir das jetzt am besten? Also der Dillewanger Soldat hat auch so extrem viele Lebenspunkte, aber der muss weg. Und den kriegen wir hier hinter der Deckung wieder ganz, ganz, ganz schlecht weg. Also müssen wir die Finte mehr oder weniger anwenden. Sehe ich keine andere Wahl, als ihn mit dem Hund zu tauschen. Ja, das ist jetzt nicht so der Angriff, der mich jetzt ins Schwitzen bringt. Das einzige Problem ist, dass sie nicht so gut steht. Ansonsten... Ja, Osnig, dir auch noch einen schönen Abend und bis demnächst mal. Ja, wir versuchen nicht zu verzweifeln, auch wenn es schwer ist, weil wir doch echt Probleme jetzt haben. Wir müssen zum Beispiel die Heilerin unbedingt hier rumschieben, da hilft uns jetzt wirklich nichts mehr. Töten! Okay. Der hat seinen Hund erstmal gebufft mit erhöhtem Schaden, das ist natürlich nicht so schön für drei Ticks. So, er hat noch zwei Ausdauerpunkte. Bluten ist er ja extrem resistent, also da brauchen wir nichts machen. Schuss ins Blaue drängt den Feind einen zurück. Ich bin mir nicht sicher, was der für seine Fertigkeiten braucht. Ob der quasi hinten nur noch wenig machen kann mit seinen Geschichten. Oder ob der nur... Oh, ob der hinten gefährlicher ist wie vorne. Ich kann es euch nicht sagen, aber Schuss ins Blaue wäre ganz nett, weil wir dann den Gegner zurückdrängen würden, wenn es klappt. So, ansonsten können wir natürlich noch, ja, wieder Ziel erfasst machen. Aber mit 68%, ey, das ist jetzt echt nicht der Riesenwert, ne? Wir könnten Niedermähen machen, aber 56% Schadenschance ist echt gering. Es würde Schaden machen, wenn es durchkommt, aber die Chance ist extrem gering. Der kann gut ausweichen, offenbar. Ja, 17%. Das ist schon ein harter Wert. Genau wie der Hund hier so einen riesen Ausweichwert hat. Ja, ich glaube, wir nehmen den Schuss ins Blaue. Und drängen ihn noch einen zurück. Okay, er kann aus der Position auch mit seiner Pistole schießen. Aber das ist ja alles noch halb so wild hier. So, er brennt nicht mehr. Okay, Runde 2. Puh, das wird interessant noch werden hier. Was machen wir jetzt hier? Wie sieht es mit der Heilung aus? Und mit den HP-Werten sieht es noch ganz gut aus. Ja, die sind ja alle nicht gepanzert bisher. Bisher macht uns dieses Ding hier überhaupt nichts. Habe ich jetzt auch gelernt, dass das auf beiden hier nicht sinnvoll ist, auf den beiden. Einer davon muss diese Räumungsgeschichte haben, um diese Klamotten wegzuräumen. So. Wenn die jetzt alle nicht mehr brennen, könnte ich die aber nochmal ansengen. Das ist immerhin etwas,
das hat eine hundertprozentige Trefferchance, weil alles andere, ihr seht es ja auch hier, ja okay, das geht ja wenigstens noch, 77%, aber halt nur 10 bis 17 Schaden inklusive Flankierungsbonus. Ne, wir nehmen erstmal den Versengen. Wir feuern nochmal voll rein. Okay, er kriegt 9 Schaden, aber wie gesagt, bei seinen Schadenswerten, das ist... Er ist unterdrückt, das macht auch nichts, er hat eh nur noch einen Punkt. Ich glaube, jetzt werden wir direkt mal auf ihn gehen mit Jadwiga. Oh, Fehlschlag! Nein! Schlecht. Ganz, ganz schlecht. Zur Strecke bringen nochmal. Immerhin, das ist jetzt wenig Schaden, weil er direkt dahinter steht. Immerhin. Bis 17, das ist auch kein toller Schaden, ne? Vielleicht Niedermähen, aber hat nur 83% Präzision. Vielleicht hätten wir die MG-Fähigkeit bei ihm auch drin lassen müssen. Andererseits, wir kriegen immerhin jetzt hier 81%, 22 Schaden, das war gut. Oh Gott, eine Salve, das war auch ein guter Schaden. Puh. 7 immerhin wieder hoch. Oh Mann, ey. Und jetzt muss Christoph mit dem Einzelschuss ran. Alles andere bringt's nicht. Schade, er ist fast tot und darf jetzt nochmal angreifen. Nee, er ist dran, okay. Ja, den Hund kannst du buffen, solange du willst, das ist mir egal. Ach so, die kriegen jetzt ja alle ihren Debuff. Das heißt, okay, wir haben den Dirlewanger Soldaten durch den Brandschaden haben wir noch weggekriegt. Oh Gott. Das gefährlichste Ding ist jetzt schon mal weg aus der ganzen Geschichte hier. Jetzt sollten wir, glaube ich, zuerst, ja, obwohl, auf den Hundeführer gehen. Nicht, dass der nochmal mit einer Salve um die Ecke kommt. Machen wir das. Nee, Jadwiga kann das nicht. Die steht auch wieder blöd. Dann gucken wir mal. Dann haben wir noch ihn hier. Ja, ich würde sagen, bald dann machen wir eine Finte, dass der nach hinten kommt. So. Ach nee, das hat ihn ja nur getauscht. Naja. Fehlschlag, er hat nicht getroffen. Sehr gut. Okay. Und sie hat sich trotzdem heilen dürfen. Free for all. Das ist schön, dass sie dann sich direkt heilen durfte. So, der hat auch keinen Blutenwiderstand. Ist auch egal, mit was ich den jetzt treffen würde. Der Hund ist Toast, wenn ich ihn treffe. Aber wir haben ihn getroffen, gut. Sehr schön. Das heißt, der Gegner hat auch keine Aktivierung mehr. Und wir können jetzt... wir müssten eigentlich... Marian hat 13 Punkte, er hat auch aber 14 und er hat auch 15. Wir müssen die eigentlich alle dreimal heilen. Ich würde sagen, wir gehen mal hin und mal benutzen erstmal unsere Aktivierung jetzt für die Heilung. Dass wir die beiden schon mal geheilt bekommen. Denn wer weiß, was der nächste Kampf wieder für uns bringt. Runde 4. Noch 40 Punkte hier. Hat aber nur eine Aktivierung. Ich würde sagen, wir wenden auch hier mal die Heilung an. Und dann gehen wir auf den Gegner erst richtig los. So machen wir das. Er ist wieder geschützt, das ist gut. Der kriegt nicht so viel Schaden rein. Er kommt auch wieder 10 drauf, hat wieder Maximum. Sehr schön. So. Ich würde sagen, mit ihm machen wir nochmal die Finte, dass der nicht hinter der Deckung stehen bleibt. Das war nämlich eben ein Fehler von mir, den da rauszuziehen. So, er ist wieder unterdrückt auch. Das hat auch den Vorteil, dass wir jetzt mit ihm einen Schuss ins Blaue können wir ihn noch zurückdrängen. 16 Schaden, sehr schön. Und jetzt können wir mit Christoph nämlich wunderbar hinten mit einer sehr präzisen Geschichte mit dem Gewehr ihn fast töten. So, und das Ganze wiederholen wir. Eine Munition, das kostet nicht viel.
Und damit haben wir auch den Hundeführer weg. Also, der Hund und der Hundeführer waren wirklich nicht schwer, aber der Dirlewanger Soldat, wenn der in einer gewissen Kombination mit anderen Einheiten kommt, boah. Und dann noch hinter einer Deckung steht, das war wie eben der Schießbecher-Soldat, sehr schwer. Oh, wir haben ein Anerkennungsschreiben. Aber wir haben keinen Platz dafür, verdammt. Was werfen wir denn jetzt weg für das Anerkennungsschreiben? Oh Mann, ich würde sagen, die 29 leichte Munition, die können wir entbehren. Oder? Was meint ihr? So, 5 schwere können wir noch nehmen? Ja, nee, nicht wirklich. Häufig diese Munitionsart. Die ist wiederum ziemlich selten. Dann packe ich eher die Kleinkaliber-Muni weg, bitte. Und nehme das Anerkennungsschreiben rein, dass wir einen Rangaufstieg hier for free haben. Das ist schon gut. Kostenlos dabei. Und wir haben jetzt 4 von 5 Aufstandssachen gemacht. Jetzt suche ich eigentlich nur noch nach der Beute. Und ich glaube, ich nehme nochmal den Kompass, weil ich habe nur noch 59 AP. Und das Gefühl ist, dass wir uns hier noch sehr lange absuchen könnten. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht mehr dem Gegner in die Arme laufen. So, aber hier ist auch nichts. Das ist ja alles sehr... Oh, ich hoffe, der Gegner sieht mich hier nicht. Aber das können ja nicht die einzigsten sein. 44 AP. Also wenn hier unten was wäre, das müssten wir, wenn wir hier langlaufen, sehen. Ansonsten, wenn wir hier nichts mehr finden, dann gehe ich nochmal kurz hier rein. Und dann versuchen wir den Norden nochmal auszuleuchten. Irgendwo muss hier noch mehr sein. Hier sind ja noch 5 Kämpfe und wir haben nur 2 gefunden, die noch hier sind. Ah ja, da hinten sehe ich schon einen Dings auftauchen. Da ist auch noch was. Oh, liebe Leute. Und da ist auch noch was. Die sind alle hier unten versteckt. Auf der freien Ebene, vermute ich mal. Oh je. Ja, wir kommen natürlich in einen gezwungenen Kampf rein. Nein! Oh nein! Oh Gott, das ist ja... Das ist ja die Todesgruppe hier. Gut, die beiden hier... Grenadiere sind noch harmlos, in Anführungsstrichen. Der da ist natürlich auch schon nicht so geil. Und der hier ist ein Jäger. Und das Ding hat hier eine riesen Robustheit, verdammt. Ich würde sagen, direkt Finte. Rüber mit dir. Und dann machen wir die beiden platt. Das muss unser Ziel sein hier. 12 Schaden. Siehst du, der macht wirklich gut Schaden, der Typ. Immerhin kritischer Treffer. Sehr gut geheilt. Und ich würde sagen, mit ihm machen wir gleich weiter mit Niedermähen. Hat nur wenig Prozentsätze, ne? Aber das ist bei der Fähigkeit nun mal so, ne? Dafür macht sie halt, wenn sie trifft, sehr gut Schaden. Was hätte sie denn? Die hätte nur freie Schusslinie für ihn. Macht guten Schaden, 84%. Er kann immerhin den Gegner einen Schuss zurückdrängen. Ich bin mir nicht sicher, ob das dafür sorgt, dass der... Na, der hat ja auch so ein Gewehr. Der müsste ja dasselbe haben wie wir, ne? Das heißt, das Ziel erfasst können wir bei ihm... vielleicht wegkriegen. Aber ist doch die schwächere Fertigkeit eigentlich. Macht also auch nicht wirklich Sinn, ihn nach hinten zu drängen mit Schuss ins Blaue. Der hat eine gute Blutungsresistenz. Das heißt, Blutung über Stinger macht keinen Sinn. Verbrennen wird funktionieren. Wie sieht es bei denen aus mit den Resistenzen? Auch 10% jeweils. Da könnte man sie über die Zeit runterkriegen, ne? Tja. Ich probiere das mal, das Niedermähen einmal. Denn wir haben auch viel mehr Großkalibermunition. Ein Fehlschlag bei dem Gegner, wo es wichtig gewesen wäre, haben wir einen Fehlschlag gehabt, aber der andere wurde getroffen für 16 Schaden. Dafür hat er nur noch 1 AP. Und
alles Infanterieeinheiten bisher. Wir haben noch keine einzige gepanzerte gesehen oder schwere Einheit. So. Oh, kritischer Treffer, der wurde fast getötet. Oh Gott. Kugelhagel, ja, das ist nicht so schlimm. Und jetzt... Ah, er kann nicht. Schade, er hat jetzt Unterdrückung gekriegt. Sonst hätte ich jetzt gerne die Versengen-Taktik angewendet. Denn, ja, dann nehmen wir jetzt den Einzelschuss. Ist zwar Overkill für ihn, aber egal. Hauptsache, er ist raus. Die Aktivierung geht weg. Wir sind in Runde 2 und er kann wieder arbeiten. Dann kann er nämlich jetzt hier schon mal Versengen machen. Inklusive der Deckung, die aber leider nicht in Brand gesteckt wird. Okay, der Kugelhagel geht daneben. Sehr gut. Oh, das sieht alles ganz nett aus. Und er hat noch keinen Schaden hier, der Jäger. Das ist ja wirklich krass. Wirklich krass, muss ich sagen. Also, meine Güte. So. Stehen wieder alle nicht so gut hier. Bis auf er hier, aber er hat nur 2 Anwendungen. Niedermähen macht jetzt aber keinen Sinn mehr. Das Spiel, ey. Irgendwie das Ruder rumbekommen im Kampf davor und dann kommt diese Zong-Gruppe. Ja. Ja, wobei, also ich finde gar nicht mal, dass es so zonkig ist. Also, der hier ist eigentlich die größte Gefahr, weil der am meisten Schaden austeilt. Die beiden hier sind halt standardmäßige Grenadiere. Die sind gar nicht mal so dramatisch problematisch. Das Problem ist, die haben immer irgendeine starke Deckung vor sich und das macht sie sehr unangreifbar. Aber er ja, den können wir ja durch diese Fähigkeit hier mit Finte immer gut hin und her bewegen. Das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist, dass diese Wahrscheinlichkeiten hier so extrem gering sind auch. Ne? Bei dieser Niedermähen-Fähigkeit erstmal verschwende ich hier diese 3 Flächen, wo ich nur einen treffe. Wenn ich ihn treffe, macht er Schaden. Aber wenn ich ihn nicht treffe, dann nicht. Dann ist halt doof, ne? So, die Alerts sind an, ja. Tatsache. Funktioniert schon mal. Schönen Dank für den Alert-Test, Behemoth. So, also, was machen wir jetzt? Ziel erfasst. 78. Einzelschuss geht nicht, weil er nicht hinten steht. Jetzt würde es vielleicht sogar Sinn machen, mit dem Schuss ins Blaue ihn einen zurückzuschieben. Doch, das machen wir. 89%, das gibt auch Schaden. 13 Punkte, er wird einen nach hinten geschoben. Ah, 19. Seht ihr, das macht viel Schaden. Das ist wirklich... Na, immerhin kann sie sich kritisch heilen. Ja, sind sie. Genau. So, und jetzt können wir mit Einzelschuss nämlich wieder sehr präzise guten Schaden machen. 25, sehr gut. Nur noch 10 Lebenspunkte bei ihm. Und jetzt kommt nochmal der Grenadier, macht auch an ihr nochmal 9 Schaden. Aber wie gesagt, das geht ja weg. So, sie hat jetzt keine Anwendung mehr übrig. Einzelschuss? Anyone? Yes! Das war der Jäger. So, beide Gewehrschützen weg. Jetzt können wir uns an den Grenadieren abarbeiten. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir den Angeschlagenen hier mal rausschieben mit der Finte. Dass wir den besser kriegen können. So. Er darf jetzt nichts mehr machen. Das heißt, sein Kollege muss... Oh, Granatenwurf! Jetzt habe ich nicht ganz genau gesehen, wie der Schaden verteilt wurde. Auf jeden Fall auch auf Jadwiga wieder, die Arme. Die kriegt's immer dick. So. Wollen wir nochmal Versengen machen? Ach, das trifft... Doch, das trifft beide. Ja, los, dann lass uns die doch nochmal ein bisschen ankokeln hier. Der Tank-Sunny. Ja, die ist halt echt mit dieser Fähigkeit mega OP, ne? Das muss man schon sagen.
Ich weiß nicht, ob das vielleicht aber jetzt auch geändert wird mit der neuen Progressionsmechanik, ob das nicht ein bisschen sich anders darstellt. Weil derzeit ist es so, ohne sie braucht man quasi nicht rausgehen, weil die Einheiten so fragil sind und so schnell so viel Schaden nehmen. Da muss man schon sagen, dass das wirklich wenig Sinn sonst hat, ne? So, ihn könnten wir jetzt nochmal ordentlich beschädigen. Verletzen, 22, ja, okay. Und Jadwiga ist wieder möglich, kann wieder was machen, aber nur auf ihn. Verschiebe ich sie mal für die letzte Anwendung hier. So, die werden noch ein bisschen angekokelt, die sind also auch schon fast weg. Könnten wir jetzt sogar mit Abwehrfeuer ran. Hm. 9 bis 15 Schaden. Das reicht noch nicht mal bei ihm. Schade. Das wird erstmal nix. Ich kann ihn aber hiermit auf jeden Fall töten. Das Ziel erfasst Dingen. Könnte ihn nicht töten. Okay, dann machen wir den Einzelschuss nochmal auf ihn. So, dann ist der Grenadier schon mal weg. Jetzt ist das Ding doch schon fast gelaufen. Okay, er beschießt sie nochmal für 8 Schaden. Ja, das ist... Sie hat widerstanden. 60 Punkte, das sieht ganz gut aus. Und er könnte jetzt nochmal... Nee, Einzelschuss kann er nicht. Er steht jetzt hier ganz vorne. Hm. Könnten wir wieder Abwehrfeuer machen. Das kostet aber viel Munition. 67%. Eieiei. So, nehmen wir mal den Schuss ins Blaue hier. Peng. Nochmal einen zurück mit dir. Das reicht jetzt noch nicht. Das heißt, müssen wir nochmal machen. Oh, der ist mit einem kritischen Treffer getötet worden. Okay. Das war jetzt nicht ganz so geplant, aber da beschwere ich mich nicht. Wunderbar. Okay. So, das war jetzt... Ach, das war schon das Letzte, was wir machen mussten. So, ich würde aber gerne trotzdem looten. Aber ich werde nochmal eine Leuchtfackel benutzen. Ah, super! Vorräte, liebe Leute, Vorräte. So, erstmal haben wir hier noch ein paar Sachen. Da können wir aber wenig von mitnehmen. Na, immerhin ein Kompass und eine Tarnung. Und jetzt gibt es die Vorratslieferung. Du entdeckst einen Container mit Hilfsgütern, der für den Aufstand abgeworfen wurde. So, wir haben Munition. Ja, können wir gebrauchen. Naja, zumindest hier bis auf 100 hoch und 8 davon können wir auch gebrauchen. Und die Maschinenpistole und das Anerkennungsschreiben. Also wir haben wirklich gut was gelootet hier in dieser Mission. Gut, wir könnten den noch bekämpfen, aber warum sollten wir das tun? Wir schließen die Mission ab. Wir sehen schon, die haben jedenfalls zu viel Gesundheit verloren. Leider. Es geht noch. Es hätte schlimmer kommen können. Und wir haben ja nun wirklich einiges hier gefunden. War schon eine ganz ordentliche Mission, muss ich sagen. So, 97,1%. Wir haben ja 3% Momentum gewonnen. Das ist auch richtig, richtig gut. Und jetzt ist der 10. August. Liebe Leute. Und wir sehen auch hier 2 Punkte Zermürbung in Praga. Also hier sieht es richtig übel aus. Und 1 Punkt Zermürbung in Wolga. Auch da sieht es nicht gut aus. Da müssen wir wahrscheinlich bald was machen. So, auf der Jagd. Es kursieren Gerüchte, dass die Deutschen mit ihrem stärksten Panzer in Warschau eingerollt sind, dem Tiger. Es handelt sich dabei jedoch hauptsächlich um ein Gerücht und deine Einheiten haben noch keinen dieser Panzer gesehen. Dennoch löst der Gedanke daran, sich so einer eisernen Bestie gegenüberzusehen, Beunruhigung unter deinen Männern aus. -3%. Ja, da verlieren wir wieder das Aufstandsmomentum. Hoffen wir, dass es sich dabei nur um leeres Geschwätz handelt. In der Tat, das können wir eigentlich nur hoffen. So, ja, Einkommen nur noch 42 Vorräte hier. Es ist wirklich nicht viel. 94,1% Momentum. Ja, es könnte besser sein, aber naja, theoretisch auch schlechter.
10. August. 10 Tage dauert der Aufstand jetzt an. Liebe Leute, und ich sehe schon, ich habe wieder eine super lange Aufnahme mit 35 Minuten. Ich werde also an dieser Stelle beenden und euch in der nächsten Folge willkommen heißen, wenn wir uns hier nochmal genau umschauen im Lager. Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.